Der Traum vom Eigenheim hier in den USA für unter 1 Million US-Dollar. Wie viel Haus gibt es für so viel Geld eigentlich? Auch in Europa sind die Immobilienpreise rasant angestiegen. In der Nähe eines Ballungszentrums in einem Neubaugebiet, ja, da gibt es kaum ein Haus für unter 800.000 Euro. In diesem Video schauen wir uns ein Neubaugebiet hier in den USA an. Du siehst, wie viel Haus gibt es für so viel Geld. Let's get into it. Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal hier bekommst du die Informationen über den Immobilienmarkt in den USA von mir aus erster Hand. Ich wohne, lebe und investiere hier in Immobilien an der Ostküste der USA im Großraum Philadelphia. Wie eingangs angekündigt, schauen wir uns mal hier ein Neubaugebiet bei Philadelphia an. An dem Tag war das Wetter einfach der absolute Hammer. Das siehst du auch später an den Bildern. Das war ein Tag nach diesem letzten Blizzard hier im Januar 2022 bei Philadelphia. So ein komplettes Neubaugebiet nennt man hier in den USA ein Development. Und an der Stelle, wo das Development, um das es heute geht, gebaut wurde und noch wird, da war vor kurzem noch ein sehr, sehr schöner alter Golfplatz. Dieses Neubaugebiet liegt direkt am Westchester Pike, sozusagen auf halber Strecke zwischen Westchester und Philadelphia. Vor den Toren Philadelphias, steuerlich gesehen natürlich, das ist wichtig. Westchester an sich, ja, die Stadt ist eine kleine Universitätsstadt, na, eher ein College, ist aber bekannt, ja, aus Filmen wie Jackass, also die gesamte Jackass-Crew, Johnny Knoxville und Co., also Johnny Knoxville nicht, aber die anderen, die kommen natürlich aus Westchester, deswegen ist Westchester eher so die Party-Universität. Berühmt-berüchtigt, darum geht's aber nicht. Jede Menge große Firmen sind natürlich auch in der Nähe, was die Kaufkraft und natürlich das Entwicklungspotenzial der Gegend, ja, untermauert. Zum Beispiel haben wir hier QVC. QVC, großer Online-TV-Versender. Dann haben wir um die Ecke das US-Hauptquartier der SAP oder Finanzgrößen wie zum Beispiel Vanguard. Also Vanguard hat ganz viele ETF-Fonds und die sind bekannt, die sind um die Ecke und natürlich ganz, ganz viele große, bekannte Pharmafirmen sind auch in der Gegend. Und daran siehst du jede Menge Potenzial, jede Menge Kaufkraft. Spiegelt sich natürlich auch in den Hauspreisen und den Ausstattungsvarianten dieser Objekte. Und genau darum geht's heute. Hier liegt Westchester, Pennsylvania. Westchester, Pennsylvania ist eigentlich bekannt, wie gesagt, für ja, Jackass und da gibt's auch eine Universität. Aber darum geht's heute nicht, sondern hier, diese Straße ist der Westchester Pike und der führt in die Stadt Philadelphia direkt rein. Und das Gebiet, um das es heute geht, das ist hier in Edgemont. Und das sehen wir hier, diesen Golfplatz. Diesen Golfplatz gab es mal in dieser Form. Und da sieht man auch schon, hier schön, da ist das alte Clubhaus. Hier haben wir so einen kleinen See. Und hier haben wir dieses ältere Haus, was wir nachher gleich nochmal sehen werden. Also das Clubhaus war wirklich das einzige große Haus und der Rest nicht. Und was du hier schon durchschimmern siehst, ist eigentlich ja jede Menge Straßen, die hier schon eingezeichnet sind, wo nichts passiert ist. Aber das sehen wir gleich. Da ist schon was passiert. Gehen wir nochmal kurz rausgezoomt hier zur Lage. Also hier ist Edgemont. Dann hätten wir hier Newtown Square. Newtown Square ist, ja, da ist die SAP mit ihrem US-Sitz. Hier haben wir auch noch Sunoco, also eine Ölfirma, Benzinfirma. In Melbourne haben wir Microsoft, ein bisschen Siemens. Dann haben wir hier oben King of Prussia, also das heißt wirklich König von Preußen. Das ist die flächenmäßig die größte Einkaufsmall der USA. Und ja, wir sind halt hier vor den Toren der Stadt. Zum internationalen Flughafen ist es eine halbe Stunde von hier oben, eine halbe Stunde. Und auch hier in die Stadt rein, direkt Zentrum ist man eine halbe Stunde bestimmt. Na, dreiviertel Stunde mit Verkehr. Das heißt, von der Lage her ist das hier relativ gut gelegen. Und auch hier sieht man, diese Grundstücke hier ringsrum sind relativ groß. Das heißt, das sind alles ziemliche Estates, also große Grundstücke. Und da ist Geld vorhanden. Und das merkst du auch in den Kaufpreisen und der Ausstattung. Es gibt hier zwei unterschiedliche Haupttypen. Also einmal gibt es die freistehenden Einfamilienhäuser, riesengroße Villen, 71 an der Zahl, werden es irgendwann mal werden. Und die anderen Typen sind Reihenhäuser, also sind so 4 Blocks von Reihenhäusern eben. Von diesen wird es 94 Objekte geben. Beide
Objekttypen werden vom eigentlich selben Developer erstellt und auch vermarktet, aber vermarktet über unterschiedliche Webseiten. Andere Zielgruppe, andere Webseite. Beide Websites verlinke ich dir einfach mal in die Beschreibung dieses Videos. Da kannst du selber mal schauen, welche Ausstattungstypen und Varianten es da gibt und natürlich auch, was die Preislevel sind. Wir fahren gleich gemeinsam durch das Development einfach mal durch und da siehst du noch jede Menge Baulücken. Aber lass dich nicht täuschen, auf der Seite der Einfamilienhäuser, der freistehenden Einfamilienhäuser, gibt es faktisch keine Baulücken mehr. Also Baulücken schon, aber ja, die sind alle weg. Du kannst von diesen 71 geplanten Häusern und Grundstücken nichts mehr kaufen. Alles komplett verkauft. Auf der Seite der 94 Reihenhäuser, Reihenmittelhäuser, Reihenendhäuser, da gibt es noch Objekte. Die stehen noch zum Verkauf. So eins schauen wir uns auch später nochmal genauer an. Auf geht's, fahren wir los. Wie bereits eingangs schon erwähnt, der Blizzard am Vortag, das ist einfach der Hammer. Hier ist die Zufahrt zu diesem Development, also von Norden fährt man rein, vom Westchester Park runter. Und hier sieht man auch Ventry. Ventry ist dieser Vermarkter und hier sind auch schon die Attribute auf den Schildern. Low Maintenance Lifestyle, das heißt, man hat quasi eine HOA, also eine Homeowners Association, die sich um alles kümmert. Man muss im Haus nichts selbst machen, Rasen mähen und ähnliches. Clubhaus und Swimmingpool ist auch mit inklusive. Dafür zahlt man nur $270 jeden Monat an die HOA. Ja, also hier haben wir noch die Luxury Carriage Homes. Also Luxury Carriage Home ist eigentlich ein alter Begriff. Da war es damals so, dass die Pferde und die Wagen im selben Haus mit untergebracht waren wie die Eigentümer. Das ist halt so auf alt gemacht. Wir unterscheiden hier zwischen zwei Haupttypen, also rechts rum sieht man jetzt hier an diesem Kreisverkehr, da geht es in die Keystone-Ecke, das sind die Einfamilienhäuser, die freistehenden Einfamilienhäuser und die andere Seite sind die Reihenhäuser, also hier am Kreisverkehr, da sieht man schon so ein bisschen, wo die Reise bei den Einfamilienhäusern hingeht und wie groß die Buden sind, also das ist schon, ja, die sind richtig groß. Hier vorne links sehen wir jetzt ein Haus, das ist schon gewrappt, also das ist Holzständerbauweise und in diese Folie gewrappt, das heißt, so Isolierfolie ist es eigentlich. Und hier sieht man auch, die Seiten sind immer nicht so schön, aber nach vorne sind die Häuser alle toll und jedes Haus hat riesen Garagen, aber die Autos stehen draußen. Und nein, das hier ist kein richtiger Ford Bronco, sondern ja, das ist nur der kleine. Bud Light ist ja auch kein richtiges Bier, oder? Hier auch schön zu sehen, die Seiten, die sind immer eigentlich hässlich, nur die Fronten, darum kümmern sich die Leute und da sind auch Designelemente, aber hinten und von der Seite, nicht schön. Hier sehen wir Board and Batten, nennt sich dieser Baustil, also ist eigentlich Bretter aneinander mit dünneren Brettern überlappend, ist aber in dem Fall alles Plastik. Board and Batten sieht eigentlich schön aus, aber naja. Ja, der amerikanische Flagpole, der darf natürlich nicht fehlen, stell dir sowas mal in Deutschland vor, da würden die Nachbarn ausflippen, ja, vielleicht einige. Hier, es gibt einen Eindruck, wie groß dieses Gebiet ist. Also das hier ist der alte Golfplatz, wie gesagt. Hier geht es runter, da war das ehemalige Clubhaus. Und hier haben sie auch so Wasser-Catch-Basins, also so Ponds, so einen kleinen See und sowas wird da geplant. Und die sind auch zur Wasseraufbereitung bzw. zur Regenwasserauffangbecken. Und hier siehst du auch überall schon die Infrastruktur, die ist überall vorbereitet, die Straßen sind gemacht, die Bürgersteige noch nicht ganz. Die Elektrik liegt in allen, an jedem Haus und ja, gelb ist Gas, Gas liegt überall, Strom liegt überall. Das heißt, jeder gelbe Pfosten, jedes gelbe Rohr hier, was rausguckt, ist eigentlich vorbereitete Infrastruktur für ein komplettes Haus. Das sieht man hier sehr schön, jedes einzelne gelbe Fähnchen. Ein Haus bzw. ein Block. Und in dem Fall sind es immer diese Viererhäuser hier auf dieser Seite des Developments. Und hier auch ein schöner großer Pond. Rechts sieht man die Fundamente, die sind Beton gegossen. Und das ist nicht die Garage, sondern das ist so ein erdebenes Wohngeschoss, würde ich sagen. Die Garagen sind immer oben auf der Einfahrtshöhe. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal aus der Luft an. Also hier auf der rechten Seite sind die Reihenhäuser. Da sieht man auch schon die Fundamente nochmal und ganz rechts sieht man so das Holzständergerippe. Die einzelnen Bauabschnitte sind hier schön zu sehen. Unten Fundament, Gerippe und hinten eingepacktes Gerippe. Und hier links drüben die riesen Oschis, ja, das sind die Einfamilienhäuser. Also das sind die millionenschweren Dinger. Und jetzt hier unten das alte Haus. Können wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Das ist das alte Clubhaus
Und das haben sie auch entkernt und bauen sie neu aus. Also hier gibt es einen Eindruck, wie groß dieses Development an sich ist. Rechte Seite, wie gesagt, Reihenhäuser, linke Seite Einfamilienhäuser. Sehr schön vorbereitet, also hier sieht man die Bauabschnitte unten, Concrete, also dieses Fundament, Holzstände, Gerippe bei dem rechts unten und dann auch schon das, wo die Garagentore noch fehlen, das eingepackte Haus ist der nächste Bauabschnitt. Das heißt, in diesen Abschnitten wird gebaut. Und rechts oben, da wohnen auch schon Leute und hier unten in fast jedem der Einfamilienhäuser sind auch schon Leute eingezogen. Das werden 71 solcher Häuser rechts unten. Und hier kleiner Überblick, wo wir uns befinden. Da hinten am Horizont, da ist Philly. Also nicht weit weg. Wenn das 10 Meilen sind, also 12, 13, 14 Kilometer, dann ist es viel. Da ist man so in einer halben Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde mit Verkehr, ist man Downtown Philly. Hier unten sehen wir jetzt das alte Clubhaus vom Golfplatz. Das haben sie komplett entkernt und das übernehmen sie auch in die neue Infrastruktur. Da wird noch angebaut, also ich schätze mal Pool, Terrasse, was auch immer, kommt da noch mit dazu. Auch ein teurer Part. Die Bäume lassen sie stehen und wenn so was Altes dabei ist, ist das hier in den USA eigentlich immer ganz spannend. Das versuchen sie dann auch zu erhalten. Und ja, hier war kein anderes Haus. Das siehst du auf der Karte mit dem Satellitenbild vom Golfplatz auch. Das ist das einzige Haus gewesen, weit und breit, und das wird erhalten. Ich finde es immer spannend, hier diese vorgedachte Infrastruktur zu sehen und du siehst auch, überall liegen noch Baumaterialien. Da steigen dann so langsam die Bautätigkeiten und da wird dann auch irgendwann mal schnell ein Haus draus und in dem Fall immer recht schnell. Lass das mal ein paar Jahre alt sein, dieses Development hier. Also das ist nicht irgendwie die letzten 10 Jahre entstanden, sondern ja, 1 bis 2 vielleicht. Das ist der Wahnsinn. Also die haben Corona durchgebaut. Schauen wir uns mal hier oben die Reihenhäuser im Detail an. Also hier rechts siehst du schon sehr schön die Holzständerbauweise. Da sind sie gerade dabei, haben ja das Gerippe hingestellt, haben die Plywood bzw. die Außenhaut gemacht und sind dann so langsam fertig für den Innenausbau. Also Dach fehlt natürlich noch, aber das kommt. Also hier gibt es eigentlich keine Baupause. Das siehst du auch überall, sind kleine Baufirmen unterwegs und arbeiten ihre Pläne ab. Hier recht schön Holzständerbauweise, Fundament ist gegossener Beton. Und dann siehst du überall diese Tyvek, also dieses TYVEK, die Folie. Damit wird dann das komplette Objekt noch eingepackt. Also hier siehst du es noch ohne Wrap, also Hauswrap. Und hier links vorne siehst du schon bei dem nächsten Objekt, dass das komplett eingepackt ist. Hier gibt es einen Eindruck, wie das ganze Haus gebaut wird. Finde ich sehr spannend. Und natürlich überall Sold-Schilder, das heißt, die sind alle verkauft, die hier gebaut werden. Nur die noch nicht gebauten sind noch nicht verkauft. Hier eingepackt mit Tyvek-Folie, also das ist so eine Isolationsfolie bzw. so ein Nässe-Schutz oder Nässe-abweisend wird das, dass genau darauf das Siding kommt, Plastik oder was auch immer, und das Wasser zwischen Plastik und dieser Folie abperlt und nicht ins Holz geht. Hier links das neue Clubhaus, dahinter wird dann der Pool entstehen. Das war dann so das Zentrum von diesem Development hier. Da haben wir ein Modellhaus von diesen Rockwells, also Rockwell sind die Reihenhäuser und hier siehst du schon, die sehen von vorne toll aus, also Geschmackssache, aber immer von der Seite oder von hinten, also das ist echt schlimm. Schreib mir mal in die Kommentare, wie du Plastic Siding findest. Also wie gesagt, hier sieht nicht schlecht aus, auch wieder so simuliertes Bordenbetten, finde ich sehr schön. Und jetzt schauen wir uns mal genau so ein Haus von innen an. Die Details zu diesem Haus, die findest du auf dem Immobilienportal Zillow.com, denn darüber vermarkten diese Developer ihre Objekte auch. Das heißt, du kannst dich darüber für ein Haus bewerben, interessieren, kriegst Material zugeschickt, was auch immer, und einen Termin zum Vorort angucken. Auf geht's, Zillow.com. Den Link zu diesem Objekt, ganz klar, den findest du auch in der Beschreibung dieses Videos. Und hier siehst du eines dieser Reihenhäuser bzw. Reihenendhäuser von diesen von dieser Carlton-Serie, Carriages, also Carriage Homes, at Wentry Edgemont, so heißt dieses gesamte Gebiet, also Wentry Edgemont Preserve. Und hier siehst du auch schon, für $899.990, müssten so um die 800.000 Euro sein, gibt es dieses Schmuckstück. Dafür bekommst du 3 Bedrooms, 3 Schlafzimmer und natürlich auch 2 volle Bäder und ein Half-Bath. Half-Bath ist sozusagen Powder Room oder ja, eine Toilette und ein Waschbecken ist das vom Prinzip her. Genau, ja, das trifft.
2700 Square Feet, 2780 Square Feet müssten so um die 250 Quadratmeter sein. Also 250 Quadratmeter für 800.000 Euro mit dieser Ausstattung. Schau es dir einfach mal an. Also auf jeden Fall auf den Bildern hier macht es was her. Hier haben wir das Exterior, also wieder hier an der Seite Plastic Fantastic. Und vorne dran sieht es ganz spannend aus. Verklinkert mit Metalldach hier vorne und so ein bisschen ja, Carriage Home Verzierung auf alt gemacht. Andere Ausstattungsvariante, Plastic Fantastic überall. Und das hier wieder dieses Board and Batten. Also du hast ein Brett oder zwei Bretter, breite Bretter aneinander. Und die Kante oder der Joint, Butt Joint auch genannt, von diesen Brettern, der wird dann verdeckt mit einem dritten Board. Sieht schön aus, sieht alt aus, ist auch der Stil der alten Farmhäuser, aber hey, hier ist das aus Plastik. Das macht schon was her, also Fußboden sieht toll aus, das sieht schon nicht schlecht aus. Hier drüben dieser Office-Bereich oder Formal Dining Room, je nachdem wie man sich das aufteilt. Und am Ende sehen wir auch nochmal einen Grundriss. Grundrisse sind immer bei US-Häusern sehr, sehr rar, also fast gar nicht vorhanden. Ja, kann man so machen. Dunkle Wände muss man mögen. Sieht alles schön aus, gut gestaged, ganz klar. Also da investieren die Firmen auch. Das ist das Model Home, also das Vermarktungshaus. Da gehen die Leute durch und verlieben sich in die Häuser. Ja, und geben dann halt auch extra Geld für die extra Ausstattungsvarianten aus. Das ist jetzt hier so ein Powder Room, also da ist nur eine Toilette und ein kleines Waschbecken. Ja, sowas in Deutsch. Gästewaschbecken, Zimmer, whatever. Ja, diese Wandverzierung muss man mögen. Die Lampen auch, aber hey, ja, kostet extra. Eingangsbereich, das hat was, macht was her. Schöner Fußboden, schöne Tür, also das wirkt schon, ne? Ganz klar die Küche, Kitchen Island hier mit Quartz oder Granite, kann ich jetzt nicht sagen. In Deutschland wäre das ein riesen Kühlschrank. Hier würde ich sagen, ja, ist normal. Das Open Living Concept heißt das hier auf Neudeutsch, kann man da auch nicht sagen, oder? Also dieses, ja, offene Küche, Wohnzimmer, Essbereich, alles ineinander übergehen, keine kleinen Zimmer mehr. Also von daher, das wirkt schon auf jeden Fall. Da haben sich auch ein paar Designer eine ganze Zeit lang Gedanken gemacht bei dem Objekt hier. Recessed Lighting, also eingelassene Lichter, Lautsprecher hier oben, also die Musikanlage ist auch mit dabei, die Verkabelung ist mit drin, also man bekommt wirklich alles. Hier haben wir den Gaskamin, oben drüber der Fernseher, das heißt, das Ding kann man von draußen angucken und von drin, also ist nicht schlecht, schon durchdacht, ne? Also wenn man hier auf dem Balkon sitzt und dem Nachbarn zuschaut, dann hat man hier diesen Gaskamin im Hintergrund, also das wirkt schon, das ist auch toll gestaged, kann man nichts sagen. Das ist sein Geld wert in diesem Fall, weil sowas hier, das verkauft natürlich. Da kommen die Emotionen bei den Käufern bestimmt. Galerie hier oben, ja, muss man mögen. Kann man bestimmt auch zumachen oder anders machen, je nachdem. Schlafzimmer, ja, wieder diese Cassettes oder wie das heißt, diese ja, Verzierung an der Wand, also weiß ich nicht. Muss man mögen, ist Geschmackssache, aber wirkt auf jeden Fall. Badezimmer, auch gut gemacht. Aber auch hier sieht man diese Faucets, also die Armaturen, jetzt viel, deutsches Wort hier immer, dass die Armaturen sind jetzt nicht die, ja, die hochwertigen, das ist ganz klar. Das nennt man hier Builder Grade, also das ist schon eine günstige Linie, die hier verbaut wird. Aber ich möchte wetten, die kann man gegen Aufpreis auch mit ja, guten Armaturen austauschen. Von daher, ich glaube, nach oben gibt es auch hier keine Limits. Begehbarer Kleiderschrank, das ist ein Muss, sehr schön. Laundry Room mit Waschbecken, also Mudroom eigentlich, dann Laundry und Mudroom. Wäschekammer oder wie sagt man auf Deutsch dazu? Dann haben wir hier die Galerie, also das sieht schön aus, ist aber, ja. Gästeschlafzimmer, glaube ich, genau. Bathroom 3, also hier sieht man schon, hier wird es wieder günstiger, also die Toilette, das sind 100 Dollar bei Home Depot. Diese eingelassene Badewanne und diese Armaturen, Duschkombination, das ist auch Standard, also das ist jetzt nicht mehr fancy. Da in diesen Details hört halt fancy auf, das ist ein ganz normales Badezimmer hier, wie wir es auch bei Mietshäusern verbauen, beziehungsweise
bei Renovierungen so einbauen würden. Also das ist nicht die Top-Linie. Hier sieht es wieder anders aus. Da ist ein bisschen mehr Aufwand, aber im Endeffekt auch nicht die oberste teure Top-Linie. Sieht halt nur schön aus. Und vom Design her passt das natürlich auch. Genau, Bedroom 2, Kinderzimmer. Dann kann man hier einen Media-Room draus machen. Jo, kann man so machen. Und das optional gefinished Basement, also dieses fertiggestellte Kellergeschoss, also zum Wohnraum umgewandeltes Kellergeschoss, kann man sagen. Mit einer Wet Bar, also einer Bar im Keller. Das ist recht häufig hier, dass die Leute eine Kellerbar haben. Und hier wieder ein Standard-Badezimmer, also das ist, so findest du das auch in jedem Motel oder Hotel, also funktioniert, ist aber nicht top of the line. Ja, das wirkt, das hatten wir schon, die Decke, und hier sehen wir noch die Grundrisse. Also das ist das Erdgeschoss, hier wie diese optional gefinischte Grundriss, also dieses Erdgeschoss. Da ist halt die Frage, ob das auf legale Weise ein Schlafzimmer wäre, wegen dieser Fenster hier, muss man halt sehen. Da gab es diesen Media Room, also diesen Kino, Heimkinoraum, die Wet Bar, Treppe, Exercise Room, was auch immer, kann man sich da selber reinbauen. Werbung, dann haben wir hier nochmal die Grundrisse weiter oben, wie man die Attic ausbauen könnte zum Beispiel, unfinished, das heißt dieses Dachgeschoss gibt es als unfinished, das heißt, ja, da ist einfach nichts verbaut, da ist nichts isoliert. Isoliert wird es schon sein, aber nicht fertiggestellt zum Einziehen. Das heißt, da ist noch Potenzial und natürlich auch preislich Potenzial. Ne? Und hier nochmal der gesamte Grundriss unten, 2-Car Garage. Ja, zwei Autos, keine zwei Trucks passen da rein. Study, also das Office, was wir gesehen hatten, dieses schwarze. Foyer, das war das schöne Foyer, Powder Room. Dann hatten wir hier diese offenen Wohn-Essbereich, Küchenbereich. Haben wir hier diese Owner Suite. Eine Owner Suite ist dadurch gekennzeichnet, dass das Badezimmer nur für die Owner zugänglich ist. Also hier Owner's Bath zum Beispiel. Und dieses WC, weiß ich nicht, das gibt es glaube ich auch von draußen zugänglich. Ah, wobei braucht es gar nicht, weil der Powder Room ist ja hier. Genau, was wissen wir jetzt noch zu diesem Haus? Das ist eigentlich ganz wichtig. Also wir haben hier 899.990 der Kaufpreis, also 800.000 Euro umgerechnet. Stand Februar 2022. Wir kriegen dafür drei Badezimmer und 2,5 Bäder auf so ca. 250, 260 Quadratmeter. So, das ist der Kaufpreis. Jetzt gehen wir davon aus, wir bringen diesen Kaufpreis Cash mit. Wir haben geerbt, was auch immer. Wir haben 900.000 und kaufen uns dieses Haus und denken, das war's. Tja, falsch gedacht. Dieses Haus kostet, wie eingangs schon erwähnt, $270 im Monat für die Homeowners Association. Also nochmal, das sind die, die den Garten machen vielleicht, die Infrastruktur dieser gesamten Anlage am Leben erhalten. Dafür gibt es einen Pool, dafür gibt es ein Clubhaus. Dafür gibt es einen Schneeräumdienst und so weiter und so fort. Das heißt, diese 270 sind jeden Monat fällig, ob man da wohnt oder nicht. Dann gibt es hier noch Insurance. Also das Haus sollte auch versichert sein. Jetzt ist der Insurance-Wert hier mit 315 recht hoch angegeben, aber es gibt einen Eindruck. Dieses Haus wird neu gebaut. Das heißt, es gibt keinen historischen Wert über die Steuern. Die Steuern hier in den USA werden auf das Haus abgerechnet, und zwar jährlich. Dafür zahlt man die Schulsteuern, die Polizeilokal und so weiter und so fort. Das heißt, das sind Steuern, die sind immer fällig. Und jetzt habe ich gesagt, wir haben diese 800.000, 900.000 Dollar hier Cash bezahlt. Das heißt, wir haben hier keine Mortgage, also keinen Kredit drauf. Wenn du dieses Haus hier in den USA abbezahlt hast, hast du trotzdem 1500, 1830, 1837, $2,100 jeden Monat Kosten für dieses Haus. Und da hast du noch nichts gegessen, du hast keine Lampe angeschalten, weil Strom ist nicht dabei, du hast keinen Gasherd, keinen Kamin angehabt, du hast nichts gekocht. $2,100 kostet dieses Haus jeden Monat, so wie es da steht.
Und jetzt überlegst du dir nochmal, ob 899.990 ein günstiger Preis dafür sind. Das ist schon der Hammer, oder? Also diese Kosten, ja, die werden perspektivisch auch nicht fallen. Also Inflation, die Steuern steigen, die Versicherung steigt und die Homeowners Association wird auch noch ihren Teil abkriegen. Also 2.100 jeden Monat sind weg. Punkt. Das ist schon der Wahnsinn, oder? Aufs Jahr gerechnet, merkst du was? Das ist eine teure Geschichte, hier so ein großes Haus zu haben. In der Beschreibung dieses Videos findest du alle Links von den Objekten, die ich hier benutzt habe, natürlich auch zu der Anlage oder zu den beiden Anlagen selbst. Da kannst du einfach mal stöbern und dir die Ausstattungsvarianten und natürlich auch die Preisvarianten dazu anschauen. Lass mich wissen, wenn dir eins der Objekte gefällt und natürlich auch warum. Wenn du schon da unten in der Videobeschreibung stöberst, dann ist es für dich ein ganz kleiner Schritt, den Like-Button zu drücken und mir ein Abo dazulassen. Danke dafür. Fahren wir weiter. Also richtig in dieses Modellhaus reingehen, das war nicht möglich. Also der Developer, die mögen das nicht, wenn dann andere Firmen oder beziehungsweise andere Leute in ihren Häusern irgendwelche Videos drehen. Ich weiß, da gibt es YouTuber, die machen das, aber ja, mein Anwalt ist zu teuer, um mich dagegen zu verteidigen, wenn so ein Developer einen verklagt. Du siehst hier schön viel Schnee. Das haben sie auch schon geräumt und hier siehst du auch noch, dass die Powerabschnitte hier oben sogar noch weitergehen. Also hier auch schon Hauswrap, Fenster sind schon drin, Garagentore fehlen. Und jetzt geht es auf die andere Seite zu den großen Einfamilienhäusern, den freistehenden. Hier nochmal rechts das Modellhaus, da kannst du dir die ganzen Ausstattungsvarianten vor Ort angucken. Aber wie gesagt, mit Drehgenehmigung nur, alles andere ist mir zu riskant gewesen. Und da siehst du es auch schon, also hier rechts ist eigentlich auch ein tolles Haus, dieses Board & Batten. Sieht gut aus, aber hier die Seite wieder, die Garagen sieht man nicht von der Front, halt nur von der Seite. Das ist für manche Leute ist sowas immer wichtig, dass man dann nicht in die Garage reingucken kann, warum auch immer. Aber hier siehst du auch drei Garagentore, riesengroße Fenster, also macht was her, macht einen Eindruck. Die ganze Infrastruktur hier steht schon, also Kreisverkehr, Straßen, alles schon ausgebaut. Da kann man auch spazieren gehen, waren auch viele Leute unterwegs. Die Bäume natürlich frisch gesetzt, aber ich glaube, in ein paar Jahren sieht das schon toll aus. Wenn, solange das Plastik hält von den Häusern natürlich, ne? Also das sieht schon toll aus. Die Häuser sind eigentlich jetzt nicht gravierend unterschiedlich, wenn du mal genau hinschaust, sondern es sind wirklich nur die, ja, die Ausstattungsvarianten. Auch hier wieder Baulücken, aber keine Baulücke ist zu verkaufen. Alles ist schon längst verkauft. Hier nochmal ein Einfamilienhaus im Hauswrap. Und hier siehst du auch, bekommst du ein Gefühl dafür, wie groß dieses Development ist. Jetzt sind wir schon wieder rum. Hier rechts drüben siehst du das Clubhaus, ehemalige vom Golfplatz. Da, wie gesagt, Kernsanierung. Nicht das Dixie, sondern das Haus dahinter. Das ist das Clubhaus. Also es war ein großer, schöner, alter Golfplatz. Hier nochmal schöne Plastikseite. Toll. Und von vorne, da geben sie sich Mühe. Ich verstehe das immer nicht. Also das nennt man hier in den USA Curb Appeal. Also das, wie das Haus vom Curb, also vom Bürgersteig aussieht. Das ist das Wichtige. Also vorne hui, hinten pfui, aber weiß ich nicht so richtig. Und das sieht nochmal toll aus. Ort und Betten vorne dran und an der Seite. Naja, ich nenne es immer Plastic Fantastic. Das sind wirklich so ganz billige Plastiklamellen, also nicht schön. Aber von vorne kann das, ja, das kann sogar Cement-Siding sein. Auf jeden Fall sieht es gut aus, die ersten Jahre. Und ja, dem energiesparenden europäischen Auge, dem entgeht natürlich nicht, dass hier nirgendwo Solar verbaut ist. Macht keiner. In dieser Preisklasse, kaum jemand hat Solar auf dem Dach. Das ist sehr interessant. Auch einzeln nachrüsten wäre jetzt hier eine Frage, weil solche Sachen sind nämlich in dieser Homeowners Association geregelt. Da ist geregelt, wo dein Grill zu stehen hat, wo, keine Ahnung, deine Solaranlage, wenn du eine hast, aufgebaut wird, ob sie überhaupt erlaubt ist, welche Farbe die Garagentore haben können. Ja, also das, die Corsage einer HOA, einer Homeowners Association, ist warm, aber eng. Also die kümmern sich um den Schneeräumdienst, vielleicht auch Rasenmähen und so weiter und so fort, aber ja. Ich hätte ein Problem damit, wenn in meinem Millionenhaus immer so ein kleiner Blockwart vorbeischleicht und mir sagt, was ich zu machen und zu lassen habe. Hier auch wieder Plastic Siding, also das sieht echt hässlich aus von der Seite, aber von vorne sehen die immer sehr schön aus und machen was her. Und hier diese 71 Häuser in Summe sind natürlich, wie bereits schon gesagt, alle verkauft.
Auch hier gibt es vorne links jetzt gleich am Kreisverkehr ein Model Home, wo man hätte reingehen können. Aber filmen ist halt so eine Sache da drin. Also ja, die Anwälte hier, die kosten auch 3, 4, 5, 600 Dollar die Stunde. Und so eine Diskussion kann man einfach vermeiden. Und man kann sich die Objekte ja auch online anschauen. Von daher, so viel Neues wird es da auch für dich bestimmt nicht geben. Ist halt nur interessant zu sehen, wie es gemacht wird, oder? Keines dieser freistehenden Einfamilienhäuser, 71 an der Zahl, ist mehr verfügbar. Das heißt, dieser Developer hat innerhalb kürzester Zeit 71 dieser Objekte preislich jenseits der 1,2 Millionen Dollar komplett vermarktet. Also du siehst, hier ist Kaufkraft, hier ist der Wille und auch das Angebot. Die Leute kaufen sowas. Auf der anderen Seite, bei den 94 Reihenhäusern, da sind noch Objekte verfügbar. Die sind noch nicht gebaut und werden halt Stück für Stück verkauft und dann wird gebaut. Verkauft, gebaut. Wenn du mehr zum Immobilienmarkt hier in den USA wissen möchtest, empfehle ich dir ganz klar, abonniere meinen Kanal. Genau darum geht es in fast jedem Video. Kurze Frage, wie viel Haus gibt es eigentlich für 800.000 Euro gerade in Deutschland? Schreib mir das mal in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. We'll be right back.